So, wir machen weiter. Hier in Madra. Ja, wir sollen anhalten. Was ist denn das Problem? Warte einfach. Nein, das sind sie nicht, oder? Ja. Sie suchen nämlich was. Sie suchen Champa. Hä, warum habt ihr uns versucht? Unsere Stadt wurde von Piraten ausgeraubt. Hä? Sie kamen, um Briggs zu befreien. Sie kamen aus dem Osten, eine kleine Gruppe. Und wir haben sie leicht vertrieben. Aber dann kamen Auswärtige aus dem Westen. Und haben irgendwas aus dem Kings geholt, ja. Ja, wir sollen uns entspannen, weil es jetzt vorbei ist. Na gut. Ruhe. Sehr schöne Musik hier übrigens. Sehr, sehr gut. Hier geht's in die Katakomben von Madra. Das könnt ihr euch mal angucken. Aber auch wirklich jetzt später was machen. Stattdessen werden wir jetzt diesem ominösen Gefangenen, den sie da zurücktreiben konnten oder ähnliches, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, einen Besuch abstatten. Eine magische Route, die wir nie bekommen. Ja, bitte schön. Der Holzstab-Scheiß wollte ich alles gar nicht. Aber stopp, ich kann was verkaufen hier. Was? Wollte ich gar nicht. Das wäre noch nicht wert. Obwohl, ja, doch, das war's. Du könntest ja wieder zurückkaufen, zur Not. Ein Kleid aus One Piece, wie es aussieht. Ja, komm, damit holen wir das wieder rein. Weil man wird keine anderen Schuhe finden im Spiel. Außer diese Bonusschuhe, die ich auch im ersten Spiel hatte, aber das dauert auch sehr, sehr lang. Deswegen ist es empfehlenswert, sich die Schuhe zuzulegen. Sehr schön. So, gehen wir mal ins Gefängnis. Da, wo diese zwei muskulösen Kerle davor stehen. Zack. Gib es zu! Du bist einer der Jumpers! Bist du nicht Pierce? Bist du das nicht Pierce? Er ist nämlich Pierce. Und da sehen wir schon, oh Wunder, unser viertes Partymitglied. So viel kann ich spoilern. Allerdings, also bitte. Das wusste man schon vorher, aber es dauert noch ewig, bis es sich uns anschließt. Rede, oder lass deine Stille dich verdammen. Ich habe euch schon gesagt, dass ich keiner von Chappas Leuten bin. Dann, wo kommst du her? Herz der östlichen See. Ich habe dir genau gesagt, woher ich komme. Allerdings hast du mir nicht geglaubt. Bäm, da ist er sauer. Rede mit mir, wenn ich mit dir spreche. Versuchst du mich jetzt zu verarschen oder was, du blödes Stück Scheiße? Bitte, ich flehe dich an. Mach mich nicht wütend. Oh, tust du das?
Was passiert denn, wenn du wütend bist? Oh, oh, oh. Hey, Shin, vielleicht sollten wir das lieber lassen. Hey, das war doch nicht deine Freundin, die verletzt wurde, du Wichser. Es tut mir sehr leid, dass sie verletzt wurde, aber ich kann nicht. Hey, willst du jetzt noch Sympathie, du kleiner Freak? Ja? Los, sei auf mich. Bitte lass es. Selbst meine Geduld hat ihre Grenzen. Hey, willst du nicht sehen, was er tut? Ich denke, er soll offen. Ja, der Kerl ist weise. Wenn meine Worte deine Temperatur nicht abkühlen werden, dann vielleicht... Frost! Oh, das war Psynergie. Au, voll aufs Gesicht. Hast du das getan? Was hat denn dein Freund erwartet? Du Monster. Ich bin kein Monster. Hilfe! Ja, dieser Mann ist ein Adept. Ja, natürlich. Natürlich. Das war ganz klar Psynergie. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr über ihn herausfinden. Ja, das werden wir tun. Also, Pierce, dann erzähl mal. Oh, wann wird denn dieser nette ältere Mann wieder hier zurückkehren und meinen Arrest beenden? Ich kann nicht länger warten. Aber ich will ja auch keinen verletzen. Dann halt nicht. Aber magst du mir vielleicht was sagen? Vielleicht sollten wir mal seine Gedanken lesen. Das habe ich noch nie versucht, das mache ich mal. Fragt sich, wann er frei sein wird. Ah, okay, jetzt sind zwei Psynergie am Boden und da steht hier. Ist Pierce ausgebrochen? Oh Mann, vor auf die Fresse hier. Oh, ich bin so erleichtert. Also ist Pierce nicht ausgebrochen. Wenn er ausgebrochen wäre, dann könnte ihn der Älteste nicht mehr beschützen. Tja. Ja, Pierce ist ein Mann vieler Geheimnisse. Und nicht zuletzt dieses Boot, in dem er hier angekommen ist. Das Boot, das haben wir gesehen. Oh, ihr da. Sieht aus wie Reisende. Milady, es ist jetzt nicht die Zeit, mit Fremden zu reden. Das ist in Ordnung. Sie haben so viel Nettigkeit in ihren Augen. Ja, keine Ahnung, wie sie darauf jetzt kommt, aber ist ja Wurst. Ich muss gerade was gucken, Entschuldigung. Und zwar, wo zur Hölle ist denn das hin jetzt? Ah, da! Okay. Entschuldigung. Ah, okay, gut. Entschuldigung. Wann seid ihr denn angekommen? Und wohin kommt ihr denn? Wohin geht ihr denn? Bitte, my lady. Geht ihr zu Museen? Oh, ich geh mal rein. Ich wusste es. Man braucht doch Erlaubnis, um die Brücke nach Usinian zu überqueren. Ist richtig? Dann erlaubt ihr es uns hiermit. Sehr schön. Los, verbreit diese Nachricht sofort. Wir können jetzt weiter nach Usenia gehen. Unsere Reise fortsetzen, sehr schön. Dann Abzug. Entschuldigung kurz. Okay, Entschuldigung. Dann gehen wir weiter, setzen unsere Reise gen Westen fort. Ich
glaube zumindest, das war ein Genmist. Ich bin mir nicht mehr sicher, Entschuldigung. Dass ich mich nicht irren sollte. Nur ein Troll. Berg. Sehr gut. Und Stone Justice und ich glaube, jetzt war's. Nein? Okay, jetzt hat schon jeder so eine Artefaktwaffe. Ich glaube, so heißt es sogar. Bis auf Jenna, die ein bisschen hinterhängt. Aber die kriegt ihr aber auch bald. Da, 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 bam! Stone Justice. Zack, 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 zack. Und es ist ein Troll. Mal wieder. Und weg. Was? Aber noch 15 Schaden reingehauen. Ich glaube, zack. Gesundheit! Das hat gerade jemand im Hintergrund genießt. Ja, schon. Mir ziemlich direkt ins Ohr. Appetit, ich weiß, aber es ist einfach so. Und steinerne Gerechtigkeit. Ratio Preacher. Und so, ich freue mich, wenn Jenna hier endlich mal ihre neue Waffe bekommt, die sie auch bald bekommen wird. Wenn wir nicht mal von irgendwelchen Zufallsgegnern hier angegriffen werden. Ja. Da, da wollte ich hin. Oder wollte ich denn? Nein, da wollte ich nicht hin. Verdammte Scheiße. Ich glaube, ich bin total falsch, Leute. Okay, ich suche mal eben da hin, wo ich hin muss und dann. Ha! So, hier bin ich gleich östlich von Matra. Mann, bin ich ein Trottel. Okay, wir dürfen durch. Und hier rüber. Wir gehen natürlich erstmal hier lang. Wieder sofort holen, ist ja klar. Also bitte, wenn das nicht wusste, ist es trotzdem. Nein, wir werden mal hier runter kriechen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Halleluja, hier gibt es auf jeden Fall eine sehr gute Waffe. Genau, denn das Piratenschwert ist zwar für Jenna. Auch wenn das ihm ein bisschen helfen würde, ihr hilft es wirklich sehr, sehr viel. Und sie sollte viel, viel mehr Schaden machen als er. Also, insgesamt dürften wir jetzt viel mehr Schaden machen als vorher. Oder als wenn Felix die Waffe bekommen hätte. Und weiter nach Osten. Nach Osten. Stone Justice. Zack. Und jetzt bitte. Oh man. Aber 30 Schaden sind schon viel mehr. Also vorher hat es ja 14 gemacht. Die Brücke ist zerstört, deswegen gehen wir mal hier runter. Und ein Kobold. Und steinerne Gerechtigkeit. Und 20 Schaden und die drauf. Wundert euch übrigens nicht, wenn das zwischendurch leckt, das ist, liegt am Spiel, nicht an meinem PC oder sowas. Denn bei der Traumflut leckt es immer ein bisschen weiter drauf. Wir sind in der Yappi-Wüste, genau, hier wollen wir hin. Und das erste, was ich jetzt machen werde, ist mir Pound auf den Quicken-Eisen zu legen hier. So, und wir sollten eigentlich ohne Probleme durchkommen, ehrlich gesagt. Und die Tropfen hängen damit. Ein Öltropfen, den behalte ich mal, den kann man noch verkaufen. So, was machen wir hier? Natürlich ein Pound. Wir sammeln die Truhe ein. Was ist das? Ein Guardian Ring. Guardian Ring. Das kriegt Schieber.
relativ oft abkacken, noch öfter als Ivan, glaube ich sogar. Weil Ivan eigentlich gar nicht so oft abkacken muss, ich glaube einmal im ganzen Spiel zusammen mit Mia und Garrett. Ich frage mich, wie Erfahrung sie noch brauchen. Wahrscheinlich noch einiges. Wir sollten gleich auf eine Gruppe von Reisenden treffen, genau. Ich werde es dann sachgemäß übersetzen, was er gesagt hat. Er sucht seinen Weg durch die Wüste nach Alafra. Oder Alfra, egal. Aber er sieht keinen. Er weiß nicht, wo es lang geht. Aber ich weiß, wo es lang geht. So, erstmal den Imu, weil der kann sehr viel Schaden anrichten, der Kerl. Ja, 10 Schaden ist ja. Oh nein, ja, 33. Seht ihr, also. Zack, weg. So, da ist schon der nächste Djinn, das ist, zu Deutsch. Blitz! Und Blitz wollen wir natürlich haben. Das ist ja keine Frage, wie wir Blitz haben wollen. Also ich will den zwar heftig haben. Okay, das kommt jetzt falsch rüber. Aber ich freue mich, wenn ich ihn hab. Das wollte ich damit sagen. Ja. Die Ruhe habe ich vergessen, die muss ich mir gleich. Oh nein, bitte nicht. Ah, okay, nix gegen Felix. Ja, im Moment ist Felix so ein bisschen unser Tank, wie ihr seht. Also. So, die bringt sehr viel Erfahrung. Und wir sind Level 9. Okay, ich heile trotzdem mal auf. Habe ich das jetzt falsch gemacht? Nein, habe ich noch nicht. Eben, komm es hier runter, genau. Dann darf ich die falschen Blöcke zerhauen, weil sonst komme ich zum Djinn-Blitz. Der kämpft natürlich. Alter, ins Gesicht, du Hurensohn. Denkt er sich jetzt zu springen ins Gesicht? Ja. Wir machen Echo und Kanone und Plasma. So, Felix wird sehr, sehr viel Schaden machen, da Jupiter und Venus halt entgegengesetzt sind. Wow. Solange die Stormray Castle ist, mir egal. Wir beschwören Sagan und wir beschwören Q und wir greifen einmal normal an. Oh nein, verdammt. Sagan, genießt es. Bam! 93 Schaden ist es gewesen sein. Und zack! Und da haben wir ihn. Und wir heilen ihn auf. So, für Blitz. Und sie wird zum Magier und kriegt Impact dazu. Wow. Nützlich. Sehr nützlich sogar. Hier in meiner Stimme hoffe ich nicht zu überhören. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Ironie nicht mit diesen... Oh Mann. Okay, und... Bam! Weg damit. Sehr gut. Das war jetzt schon ein etwas härterer Kampf. Also er hätte etwas härter werden sollen, hätte ich Psynergie nicht geschmissen wie so ein Blöder. Und es war mir die Truhe. Ich glaube, das war scheiße drin. Ohne Worte. Oh nein.
Und runter hier. Okay, wir müssen ja später wieder hoch, aber jetzt können wir später auch noch runterhauen, das Teil. Ist jetzt irgendwann verletzt? Nein, dann nehme ich die Psyllengestein erstmal in den Kugel. Nein, den Kämpfer noch, die Spinne, wow. Wir nehmen den Psyllengestein, was soll's? Verstehe gar nicht warum. Ich meine, so erschöpft von meinem Psyllen geht's auch nicht. Wir springen mal hier rüber. Wow. So, und dann gräbt sich das hier durch die Gegend. Das heißt, wir speichern erstmal. Und werden jetzt mal den Pond einsetzen. Und schauen, was passiert. Er stolpert sich da dran und geht nach außen. Was ist das denn? Ein riesiger Skorpion? Ja, das ist ein riesiger Skorpion. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich will mir einen... Man muss ihn aktivieren, wenn er jetzt hier ist. Genau. Nein, er geht im Kreis. Also raus hier. Okay, wenn er jetzt so dagegen da drauf zusteuert, muss ich. Das war jetzt. Sehr gut. So, sehr, sehr schön. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr gut. Okay, jetzt stellt sich die Frage, was muss man hier machen? Er muss hier hin insgesamt. Hier muss er hin. Und das erreicht man, indem man ihn... Joa, Frage, was muss man machen? Genau. Wenn das der Fall ist, glaube ich zumindest. Ich hau jetzt einfach mal auf den Punkt drauf. Ja, ich bin so gut. So, dann gehen wir mal hier hin. Hey, was ist denn da los? Scoop! Oh nein. Und der Boss. Der erste richtige Boss, der Königsskorpion. Erstmal Iron und Verteidigung, genau, zu stärken. Und so, schau mal hier, schön viel Schaden muss rein. Ich glaube, er hat 1000 Leben oder sowas. Macht nicht schlecht Schaden, möchte ich glauben. Da macht mal einer Brief auf sich selber hier. Ops. Bam! Echo! Sehr gut. Das heißt, eine Runde heilen für sie. Sie wird Sagan beschwören. Einfach so, weil ich Lust dazu habe. Und sie Atalanta. Das, ich lasse einfach mal sehen, weil es ja eigentlich der zweite Part des Spiels hier. Ob ich Schaden mache? 126. Das war ja nicht so prickelnd. Saga! Push! Und Cure. Und sie ist wieder voll. Und er macht wieder diesen Wüstensegen. Echo, dann beschwert mal Venus und beschwert Merkur. Und setzt Plasma ein. Oh nein. Wow. Close enough. Canem hat sie. Nein, sie hat Blitz jetzt wieder. Scheiße. Ich hoffe jetzt, dass Felix schneller ist. Felix, sei schneller, du Stück Scheiße. Iron wieder, Fork und Brief auf sie. Zackings! Sehr schön. Meine komischen Geräusche hier. Oh nein!
Okay, wir machen hier mal wieder Cure auf sie. Sie kann derweil wieder Zagan beschwören, oder Zagan, sie wieder einmal anzeigen. Eigentlich sollte das mehr Schaden machen. Ach so, er hat sich verteidigt. Sehr, sehr gut, der Kerl. Und Plasma. Sehr schön. War ja nicht wirklich eine Herausforderung, was? Ja, doch, war schon nicht so einfach, sag ich mal. So, was machen wir mit dem Ding? Wir rüsten es aus. Oh Mann, Felix hat so viel Scheiße im Inventar. Das ist so wir graben. Was ist das? Eine Wasserquelle oder sowas? Ja, eine Wasserquelle. So, hier können wir nie wieder hin und da haben wir leider einen Gin verlegt. Das heißt, ich werde niemals alle Gins bekommen, kann ich den geheimen Umgang nicht zeigen. Nein, Quatsch. Dann bekommt sie hier eigentlich ihren neuen. Ah, okay. Das war auch nur eine ganze Weile, ich glaube, den hole ich vorher. Jetzt fragt euch. Boah, was holst du den, lieber Daniel? Vergil, Entschuldigung. Egal. Werdet ihr schon noch sehen. Boah, was? Oh, Entschuldigung, ich hab vorgespult. Wollte ich gar nicht. Nein, wollte ich wirklich nicht. Ich bin aus der Klasse gekommen. So, alte Leier. So, sehr gut. Und hier. Zack. Ja, sehr gut. Oh Mann, bei mir riecht es nach gutem Essen und ich habe so Hunger. Oh Mann. Hier müssen wir nach unten ab und hier kann man graben. Das wollen wir auch. Entschuldigung. Oh Mann, du inkompetenter Stück. Entschuldigung. Okay, jetzt hier aber. Wir haben jetzt erstmal jede Menge Dreck eingesteckt. So, wie es halt sein soll, ne? So, ich erinnere mich, dass es hier irgendwas Gutes gab. Irgendwas sehr Schönes. Also hier noch nicht, aber in dieser Wüste. Die übrigens auch ein Stück geht. Das ist der Endgegner, aber eher so ein Zwischenboss. Also es kommt kein Endgegner mehr, aber die Wüste geht noch ein ganzes Stück. Wir rennen hier mal oben lang und dürfen es uns ja sehen. Hey, schau mal da oben. Wie sind die hier hochgekommen? Vielleicht ist der irgendwo ein Pfad, den wir verpasst haben. Vielleicht können wir ja durch die Wüste nach Aldim doch gelangen. Ja, sie finden einen Weg nach Vatral. Allfreigal. Hey, ich hab's gefunden. Ich habe einen Weg durchgefunden. Ja, der junge Bürgermeister, der Sohn des Bürgermeisters ist es, glaube ich. Ich glaube, das wird nie so wirklich erklärt. Okay, hier wollen wir auch mal graben. Manchmal gibt es hier was Schönes. Aber diesmal nur Mist. Ja, komm, das ist mir jetzt egal. Das ist bestimmt wieder nur Kunst, also hier gibt es was Schönes. Zumindest habe ich das für eine Erinnerung. Und zwar genau da. Oder ist es da? Ich weiß es nicht.
gibt's mehr dazu. So, holen wir uns erstmal die Truhe da unten. Die Truhe da unten. Und weg mit euch. Hier ist eine harte Nuss. Ich glaube, die kriegt mal Jenna. Einfach weil sie später dann unsere Healerin sein wird. Im Moment ist es ja noch Felix, der das eher schlecht als recht macht. Okay, und dahinter ist was, das ist wirklich sehr, sehr gut, was wir noch haben. Was wir jetzt versucht zu haben, zu bekommen, ist... So. Sehr gut. Und zack, weg mit dem Ding. So, was gibt's hier? Genau, den Blowmate. Felix. Der seine Thermosaxe hat ausgedient. So, schauen wir uns doch mal die Spezialfähigkeit an. Natürlich muss weit kommen. Boost Tag, zack. 66 Schaden, also mal 10 mehr. Da gibt es ein Item, das ändert die Klasse, aber das möchte ich nicht haben. Das ist spaßig. Nochmal ein Magier, der hat ja keine Chance hier. Das haben wir ja gesehen. Jetzt, was du machen musst. Ich spiele einfach. Meine Fresse, Gnome. Also mein Ziel ist es noch, einen Djinn eigentlich zu holen für... Ja, so, jetzt sehr gut. Für... Jenna. Also gehe ich erstmal hier hin. Wenn man hier hingeht, kommt man nicht mal in die Wüste rein. Man kann auch jetzt erstmal nach Norden gehen, aber das will ich nicht, weil da ist ein relativ schwerer Kampf. Da habe ich mir letztes Mal, als das Spiel gespielt habe, ich habe das Spiel schon, ich glaube, zweimal durch, sehr schwer getan. Mit dem Level, deswegen leveln wir noch ein bisschen. Und verschieben den Kampf, der vorausliegt, ein bisschen nach vorne, nach hinten. Nach vorne, genau. Hier könnte man die Rail einsetzen, haben wir aber noch nicht. Wir sind hier auf diesem seltsamen Kontinent. So, gehen wir jetzt mehr nach unten. Hier unten dürfte entweder Garo oder Mikasala sein. Bin mir sicher. Ah, sehr gut. Garo oder Mikasala ist es. Gespannt. Garo, da wollen wir nicht hin. Aber Mikasala, da wollen wir hin. Ich bilde mir zumindest ein, dass das hier ist. Leute, ich werde das mal eben suchen gehen. Wir sehen uns dann dort. Bis gleich. Oh, Leute, das war jetzt ein langer Weg. Einfach nach Westen rennen. Und irgendwann kommt man dann. Schauen wir mal, was es hier gibt. Ein gesegneten Hang. Das wäre doch was für Sie.
aber wir können hier Scheiße verkaufen. Und zwar hier einmal. Ja. Oder einmal. Ja, das lasse ich nochmal. Sehr gut. Okay. So, wir müssen hier in diesem Garten südlich von uns, also hier, graben. Ja. Scharf. Ich weiß. Übrigens, Felix ist in Level aufgestiegen. Er braucht ein bisschen weniger Erfahrung als die anderen. Deswegen geht das recht schnell. Ich werde jetzt ausprobieren, ob ich hier irgendwo diese Treppe irgendwo. Ha! Bingo! Ich glaube, hier gibt es sogar Kämpfe. Bin mir nicht sicher. Ich probiere es mal eben aus. Warte kurz. Scheinbar nicht. Okay. Ist ja nur eine kleine Höhle. Und da ist ein Djinn. Die Djinn Spark. Oh, da ist auch noch eine Truhe, die werde ich mir auch holen. Entschuldigung, schon wieder gefasst vor Ort. Was ist denn da los? Ich habe irgendwie den Finger in meiner Taste. Wir werden sie auch noch eben holen. Und zwar, indem wir hier weiter östlich gehen. Östlich, östlich. Immer nach Osten. Und hier rüber springen. Und das war's. Dann sind wir schon in der Kiste. Also gut wie. Und da drin ist... Wow. Ich weiß ja nicht, aber das ist ja wie so ein Schlag ins Gesicht dafür, dass man das gemacht hat. So, und hier in der Nähe gibt es noch ein Djinn für Pierce, für unser späteres Partymitglied. Den werde ich auch holen, aber muss ich erstmal genau gucken, wo der ist. Ich bin mir nicht sicher. Also bis gleich. Okay, er soll sich an einer Höhle nordöstlich von Mikasala aufhalten. Das werde ich jetzt mal suchen gehen und ich melde mich, wenn ich ihn habe. Also bis gleich. Okay, da haben wir den kleinen Kerl. Ihr müsst einfach im Zentrum dieses Kontinents hier rumlaufen. Ich zeige euch gleich mal. Wir werden alle sterben. Wow, aber Jenna wirklich hart am Limit. Sehr gut. Und ein weiterer Djinn für jemanden, den wir überhaupt nicht haben. Großes Team. Den werden wir Felix geben. Ja, perfekt. Und Felix wird mal eben heilen. Sehr schön, und da ist eine Höhle und da gibt es eine Beschwörung abzuholen, ist ja klar. Hupp. Das dürfte die Beschwörung Flora nicht nehmen. Flora gibt es später. Mann, was ist es denn? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, mehr zu sein. Starten wir bestimmt gegen Kopf. Natürlich, Megara ist es. Megara. Ja, klar, Megara. Megara, ein Jupiter und ein Mars-Djinn brauchen wir dafür. Und sonst auch nichts. Okay, ich werde euch noch den Anfang des nächsten Dungeons zeigen. Mein absolutes Hass-Dungeon. Ich hasse ihn so sehr, ich könnte kotzen. Aber da laufe ich jetzt mal hin, bis gleich. So, hier sind wir. Ich gehe da noch eben rein. Da gibt es bei mir auch schon was zu essen. Ja, der Eresrock, Fels. So, diese Steine kann man hier mit Wirbelsturm aktivieren. Ich zeige es euch mal eben. Und die räumen einen Weg frei. Gegner möchte ich euch noch zeigen eben. Ich habe nämlich Hunger, auch bitte.
Beeil dich mal, Gegner. Gegner, beeilt euch! Gegner! Sehr schön. Sind die gleichen wie der Wüste. Beziehungsweise auf dem Kontinent hier. Also nicht so eigentlich gefährlich hier. Kein Problem. Wir sind mittlerweile Level 11. Also ihr seht, kein Problem. Aber das reicht doch erstmal für heute. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Tschüss!